Jupp Heynckes hat den FC Bayern in mehrfacher Hinsicht für die Verpflichtung von Leon Goretzka gelobt. Auf eine Fangfrage über den noch Schalker fiel der Trainer am Freitag nicht herein. Manche Wörter sind aus dem Fußballvokabular schon fast verschwunden. Gut, dass es Jupp Heynckes gibt. Für ihn war Sommerneuzugang Leon Goretzka am Donnerstag nicht beim Medizincheck in München, sondern bei der Sporttauglichkeitsuntersuchung. Und der 72-Jährige nannte am Freitag gleich mehrere Gründe, warum er den Nationalspieler für Bayern tauglich hält. Ich habe mit Peter Herrmann, Co-Trainer, der Redaktion, der ja auf Schalke mit Leon Goretzka zusammengearbeitet hat, öfter über den Spieler gesprochen, sagte Heynckes auf seiner Pressekonferenz. Er erzählte mir, dass der Spieler einen sehr guten Charakter hätte, ein intelligenter Junge ist und vor allen Dingen sehr leistungsorientiert. Deswegen ist er sich auch sicher, dass Goretzka bis zum 30.6. alles für den FC Schalke 04 geben wird, dass er sich reinhängt. Was Heynckes besonders freut: Der 22-Jährige, der am Donnerstag einen Vertrag bis 2022 unterzeichnete, ist ein sehr junger Spieler. Der Verjüngungsprozess des FC Bayern wird dadurch fortgesetzt, was ich persönlich auch sehr positiv finde. Neue junge Leute, neue Impulse. Und ich muss zugleich auch sagen, dass es für die Bundesliga sehr gut und wichtig ist, dass ein deutscher Nationalspieler in der Bundesliga bleibt. Es gab ja internationale Konkurrenz aus Spanien, England, Italien. Dort letztendlich hat er sich für den FC Bayern entschieden. Anführungszeichen nur wird Heynckes Goretzka, Stand jetzt, ja gar nicht mehr in München begegnen. Er denkt weiterhin nicht daran, seinen auslaufenden Vertrag zu verlängern. Das stete Werben von Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß behagt ihm auch keineswegs. Ich mag das nicht, es schmeichelt mir nicht. Das ist nicht der Fall, stellte er klar. Ich hoffe, ich werde mal die Gelegenheit haben, mich mit beiden zusammenzusetzen. Anführungszeichen entsprechend distanziert sprach Heynckes über den Spielertypen Goretzka und dessen mögliche Rolle beim Rekordmeister. Ich gehe mal davon aus, dass der FC Bayern den Spieler genau beobachtet hat, dass er genau weiß, welche Position er bekleiden kann, was er für Fähigkeiten hat, sagte Heynckes nur, und fiel zum Abschluss der PK auch nicht auf die Fangfrage herein, wie sehr er sich denn auf die erste Trainingseinheit mit Goretzka freue. Ja, ja, lachte er stattdessen. Anführungszeichen. Ich glaube, dass die Zuschauer und Fans sich freuen können. Das ist doch eine Attraktion, einen jungen, deutschen und hochtalentierten Fußballer zu sehen.